Hier erkenne ich nur zwei Zahlen, die direkt übereinander schweben. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Machen wir das mal wieder weg. Ich will eh mehr meine Apoapsis ändern, anstatt meine Periapsis, also... So, okay, das war ein bisschen zu doll. Ihr seht schon, das ist jetzt wieder sehr filigran. Falsche Richtung. Gleich wird es wieder anfangen, sich extrem schnell zu bewegen und dann muss ich es loslassen. Wenn man hier noch etwas feinere Einstellungen hätte, wäre das wunderschön. 100 und... Oh Gott, 92. 99 und 99. 199,9. Ja, das passt. Ach. Viel mehr können wir jetzt eh nicht mehr machen. Ich kann es noch ein Stück bewegen. 992, 999. Okay, das war eh die falsche Richtung. 97, 99,9. Oh Gott. Das ist so schwierig. Ah. Ich berühre es wirklich so gut wie gar nicht und trotzdem spinnt es hier rum. So, jetzt haben wir es, glaube ich, 99,8, 99,9. Soll mir wirklich reichen. Okay. Und jetzt wohin muss ich? Und auch hier sieht man schon die kleinste Bewegung ändern. Das Ganze ist schon wieder enorm. Scheint nirgendwo hier auf der Route. Ach, da oben. Am aktuellen Nord. Moment, ja, das ist der Nordpol. So, jetzt kann ich nur noch ohne RCS hier dran fummeln. Das wird sich eh gleich wieder ändern, wenn wir die Drohne abgespalten haben. Aber egal. So. Oh Gott, das war fast ein bisschen sehr schnell. Es wird auch wieder nur eine Sekunde dauern, deswegen kann ich da ganz nah rangehen. Das passt schon, wir können das so schon machen. Delta V, ja, ist nur 0,8 Meter, jetzt steht hier schon 1,1 Meter. Da es anscheinend sich schon minimal verändert hat. ...20 Sekunden... ...10 Sekunden... ...8 Sekunden. Okay, das soll mir auch wieder passen. Weg mit dem Manöver. 99,4. 99,9. Tja, besser geht's eh nicht. So. Und jetzt übrigens müssen wir Richtung Nordpol so oder so. Oder Südpol, spielt jetzt keine Rolle mehr. Denn wenn wir ihn hier raus launchen, dann dürfte es kaum einen Einfluss haben. Höchstens ein bisschen auf die, auf den Winkel. Aber nicht so groß auf die Umlaufbahn. Und das würde mir schon reichen. Was hat er denn jetzt für eine Ansicht gehabt? Du machst bitte sofort SAS an. Und klappst deine Paneelen aus hier. Er hat aber noch bei Weitem genug Strom. Hat einen größeren Speicher. Nämlich zwei Stück davon. So. Und dieses Teilchen hier. Genau, das... Das war auch keine schlechte Idee. Habe ich jetzt überhaupt noch Strom? Ja, was? Warum will er dann nicht? Wir haben anscheinend doch keinen Strom. Habe ich da... Habe ich den Strom weggeschlossen? Oh. Ups. Ich habe das falsche Teil abgemacht. Ja, das passiert auch manchmal. Wunderschön. Ich bin ein Idiot. Hier hätte ich dekuppeln müssen. Tja. Hm. Das war doof. So, passiert aber manchmal. Kann man nichts dran machen. Oh Gott, das bewegt sich ja wie verrückt. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Weltraumschrott. Das war aber dumm von mir.
Das Teil bewegt sich jetzt überhaupt nicht mehr. Naja. Und ich weiß gar nicht, kann ich das Teil... Falsch. Kann ich das Teil jetzt noch bewegen? Ja, das ist kein Problem. Gucken wir mal, ob das sogar funktioniert. Wer weiß. Wir haben zwar nur RCS. Haben wir überhaupt noch RCS? Ja, wir haben tatsächlich noch RCS. Ups, falsche Richtung. Mal gucken, ob wir das noch raus aus dem Orbit bekommen. Ja, bekommen wir locker. Dann erkläre ich das für erfolgreich und lösche das andere Teil, denn das war jetzt wirklich mein Fehler. Ein absoluter Schusselfehler. Es hätte ja funktioniert. So. Ja, passiert ab und zu. Jedenfalls, unsere Probe haben wir an der richtigen Stelle und dich hier, dich lösche ich. So, und auf zur Tracking Station, denn wir müssen nochmal kurz zum Satelliten zurück. Welches Teil könnte das sein? Das hier ist es. Fliegt um Mun rum. Orbiting the Mun. So, ich weiß gar nicht. Die werden jetzt wahrscheinlich kollidieren, merke ich gerade. Noch ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe. Ja, dann ist das eben das Ersatzteil. Ich meine, die können sich eh überschneiden, soweit ich weiß. Schalten wir schon mal alles ein. Wie kalt ist es denn auf der kalten Seite des Mondes? Minus. Oh wow. Wir kommen immer näher an 0 Kelvin. Ich meine, das gibt's nicht, aber. Komm näher ran. Ich finde es lustig, dass es übrigens keine Rolle spielt, wie schnell man warpt. Das braucht einfach ewig dann. Und schon sind wir auf der Seite. Auf der Sonnenseite. Wir könnten uns mal... Oh, das wollte ich nicht. Drehen wollte ich mich. Immer so ungefähr in Richtung Sonne. Das ändert sich eh, wenn wir um die Sonne fliegen, aber ja. Passt schon. Wir haben so oder so mehr als genug Strom. Seht, jetzt wird es immer kälter, weil es wieder auf der kalten Seite ist. Also, ob Sonne drauf scheint oder nicht, spielt auch eine Rolle. Ich wollte dich aber eigentlich umbenennen. Du heißt nämlich nicht Satellitenträgerprobe. Du heißt ja auch nicht Kerbin. Du heißt Mon-Satellit 01. Denn wer weiß, wie viele wir da noch reinschicken. Nein, nein. Das werden nicht mehr. So. Auch wenn es Ewigkeiten gedauert hat, jetzt haben wir endlich mal... Der hat auch keine so schöne Umlaufbahn, aber es geht. Auf jeden Fall besser als unser Mondsatellit. Da habe ich nämlich auch noch nicht dran gedacht. Obwohl, unglaublich, er hat eine bessere. So kann das gehen. So, jetzt gibt es hier noch den Satellitenträger und den lassen wir jetzt mal abstürzen. Wo bist du? Da ist Mond. Keine Ahnung, was das da unten ist. Achso, doch, das ist die zweite Mondlandung. So, und du stürzt jetzt mal schön hier drauf ab. Vielleicht kriege ich ihn sogar noch zum Landen. Das wäre ja witzig. Dafür muss ich nur mich genau hier hin bewegen. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Falsche Richtung sogar noch gedrückt. Ich muss mich hier einfach jetzt nur noch bremsen und bremsen und bremsen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber man kann es ja mal probieren, nicht wahr? Yay! Wir fallen überhaupt nicht. Kein Stück. Ich meine, ich kann natürlich auch was anderes machen. Ach, RCS vielleicht mal ausmachen, wäre ganz schlau. Ich kann auch das hier machen. Dann verlieren wir die Fallgeschwindigkeit. Und dann haben wir einen ganz niedrigen Orbit um Mond. Unter 10 Kilometer. Das funktioniert tatsächlich. Seht ihr schon, unsere Fallgeschwindigkeit wird immer niedriger.
Wir würden halt jetzt nur aufschlagen, weil wir immer noch mit 400 Meter über den Boden rasen. Und das muss ich auf etwa 0 Meter kriegen. Und seht ihr schon, wie weit das jetzt ist? Jetzt transportiere ich die Apoapsis gerade, merke ich. Dadurch ändern wir aber jetzt immer noch nicht unsere Umlaufbahn. Ich muss also doch nochmal dahin. Machen wir das einfach. Dann sage ich, dass es jetzt ein zweiter Satellit. Wenn es dann klappt. Wir haben kaum noch RCS, aber dadurch, dass die Drohne so unglaublich leicht ist, kann das tatsächlich klappen. So. So, Volldampf. Ihr seht schon, wie schnell das jetzt geht. Dann haben wir eben zwei Satelliten. Und ich meinte, es sollte nur einer bleiben. Der hat zwar nichts Wissenschaftliches zu tun, aber es ist einfach lächerlich. So, wir gehen mal auf 10 Kilometer da drüben. Fliegen dann bis dahin. Dauert ja jetzt noch eine Minute. Wir können hier übrigens nur sehr langsam warpen. Aber das spielt ja keine Rolle. Und der wird dann 10 Kilometer in Höhe rumfliegen. So. Seht schon. Da haben wir es. 10 Kilometer. Ja, gut. Dann müssen wir an der Periapsis nochmal ein bisschen langsamer werden. Dann haben wir einen 10 Kilometer Orbit. Oh Mann. Witzig. Aus diesem Fehler ist noch was Lustiges entstanden. So passiert das manchmal. Okay, 10 und 700, also ein bisschen langsamer muss ich werden. Ihr seht schon, wie unglaublich fragil das jetzt ist. So. Meh. Das ist der komischste Satellit, den ich je gebaut habe. Dann, ja, gut. Dann gehen wir mal. Ich kann mich übrigens nicht Richtung Norden ausrichten. Das wäre eine ganz dumme Idee. Ich sollte immer eins der Paneele in die Richtung senden. Denn meine Solarzellen gehen ja nicht nach außen, sondern sind direkt am Ding festgeschraubt. So, wir können jetzt 50 warpen, weil wir über 10 Kilometern sind. Das geht nur, weil wir nicht in der... Und wir haben jetzt hier, glaube ich, auch die genaueste, ja, also ziemlich genaueste Umlaufbahn. Und das ist doch wunderschön. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um hier einmal rumzufliegen. Ja, locker. Das schaffen wir alles locker. Oder? Ja, doch. Das ist irgendwie witzig. Übrigens läuft das Spiel gerade nur mit 8 Frames. 10. Liegt wahrscheinlich daran, dass es so viel berechnen muss hier. Denke ich zumindest. Weil wir jetzt so nah dran sind, muss er die ganze Oberfläche berechnen. Und es funktioniert alles. Auf der Seite laden wir uns dann wieder auf. Großartig. Yay! Dann benennen wir das Teil auch mal gleich anders. Der Kerbin. Kerbin Satellit 02. Space Center. Nicht auf Endflight drücken. Niemals. Darf mir nicht nochmal passieren. Ist mir bei der ersten Mondlandungsflagge passiert. Ich wollte einfach nochmal gucken und ein Foto von da schießen, aber nein. Lösche ich das ganze Teil einfach. So. Hier sind unsere drei. Einer hier, einer da. Einer hier und der. Den sollten wir vielleicht mal anders benennen. Die Orbitalrakete ist keine Probe. Oh. Es hat auch keinen Strom mehr. Gut, dann können wir es nicht umbenennen. Macht ja nichts. Gut, dann gehe ich nochmal kurz da zurück. Und wir haben immer noch keinen Weltraumschrott.
Den einen, den ich löschen musste, ja, da ging es nicht dran vorbei. Ich meine, es war mein Fehler, ich gebe es zu, aber es sieht einfach scheiße aus, wenn da Müll rumfliegt. Gut, dann haben wir Mund schon mal zweimal umkreist, Körben einmal. Nach Minmus müssen wir noch, wird aber nicht die nächste Mission sein. Die nächste Mission verrate ich euch erst beim nächsten Mal. Also, warum habe ich das Körben genannt, wenn es Mund heißt? Ändern wir noch schnell. Lass mich näher ran. Du bist nicht Körben. Du bist Mun-Satellit. 02. Gut. Nochmal zurück zum Space Center. Jetzt aber. So, dann würde ich mal sagen, da ist die Sonne. Das war Kerbal Space Program. Ich bin Classified P. Wir haben es geschafft, gleich 3 Satelliten in Umlaufbahn zu bringen. Eigentlich nur 2 in 2 Anläufen, obwohl ich nur einen haben wollte. Aber logischerweise, ich denke nicht nach, hat natürlich dann nicht funktioniert. Und ja, beim nächsten Mal machen wir dann was anderes, ähnliches. Wir werden was ins All schießen. Und wir sehen uns dann. Tschüss.